The world keeps turning. Oh, what a day. What a day, what a day. Hallo! In diesem Video zeige ich euch, wie ich mein Make-up mache, beziehungsweise gemacht habe, als ich meinen Dermatitis hatte. Und viele der Sachen benutze ich immer noch und mache ich noch immer so, wie ich das ungefähr dann gemacht hatte. Und ich zeige euch einfach nur ein bisschen, wie ich das abgedeckt habe. Und falls ihr Interesse habt, dann bleibt dran und ich zeige euch, wie ich das gemacht habe. Ich fange erstmal mit einem Spray an. Und zwar besprühe ich mir immer erstmal eins von diesen beiden Spray auf mein Gesicht. Botanic Balancing Toner und MAC Fix Plus. Egal welches von den beiden, ich finde beide super gut und ich benutze auch beide abwechselnd. Die benutze ich auf jeden Fall immer, wenn ich jetzt meine Pflege schon ein paar Stunden vorher aufgetragen hatte und die schon lange eingezogen ist, nur damit das Make-up wieder ein bisschen an meiner Haut besser kleben kann. Und deswegen benutze ich dann die Sprays und damit das Gesicht auch nochmal ein bisschen mehr befeuchtet ist. Das ist sozusagen mein Primer. Ich benutze heute einmal diesen hier. Die Foundation, die ich benutze, ist von Bare Minerals, die Farbe Light. Und diese werde ich heute auftragen. Was ich mache, ist, ich mache erstmal etwas in den Deckel rein und da ist gerade was drin und genau das reicht auch schon für den ersten Schritt. Und dann fange ich einmal damit an. Den Pinsel, den ich benutze, ist dieser hier von Real Techniques. Das ist der Expert Face Brush und ich mag den sehr gerne, weil er mir eine gute Deckkraft gibt. Und ich trage davon zwei Schichten immer auf. Real Techniques hat auch noch einen Pinsel, einen Buffing Brush Pinsel und den Powder Pinsel. Die finde ich beide richtig gut, um diese Foundation aufzutragen. Also egal welches von denen. Aber das ist mein Favorit von denen allen. Also ich drehe den Pinsel einfach nur in den Deckel. Nehme das Produkt sozusagen in den Pinsel rein. Dann klopfe ich das einmal ab. Und ich fange immer auf meinen Wangen an. Am Anfang kommt es immer einem so vor, als ob sich da nichts verändert. Also ich mache das die ganze Zeit. Ich mache etwas in den Deckel rein und dann nehme ich das mit dem Pinsel. Das ist die andere Seite. Ich ziehe mal einmal meine Jacke aus. Als nächstes trage ich das dann auf meinen Kinn auf. Und dann trage ich das auf meine Nase auf die Mitte von meinem Gesicht und verblende es zu meinen Wangen hin und nach oben zu meiner Stirn. Und das letzte ist jetzt meine Stirn, die im Moment ein paar Stellen hat, die ich gerne abdecke. Und ich zeige euch, wie gut dieser Concealer ist, den ich euch gleich zeige. So, das ist eine Schicht. Und jetzt mache ich genau das gleiche nochmal. Es ist am besten mit dieser Foundation, die einzuarbeiten, nicht zu viel zu nehmen, dann ist der Finish viel schöner, viel sanfter und ist nicht so cakey. So, das ist die zweite Schicht. Ich nehme etwas Foundation von meinen Lippen runter. Ich mag das nämlich gar nicht. Ich trage etwas Clarins Lip Öl auf meine Lippen. Das ist Honey. Irgendwie habe ich noch nie mit diesem Applikator auf meinen Lippen aufgetragen. Ich will das irgendwie nicht schmutzig machen. Ich mache das immer auf meiner Hand. Und dann nehme ich das mit den Fingern und trage es auf meine Lippen auf. Ich liebe dieses Lipöl. Es fühlt sich so gut an auf den Lippen und sieht so schön aus. Okay. Jetzt ist Zeit zum Abdecken. Als Concealer benutze ich den von Bare Minerals. Das ist Well Rested. Ist auch ein Eye Brightener, ein Augenaufheller. Das hält die Augenringe auch wirklich gut auf, also ist richtig gut. Ich hatte davor, als ich Dermatitis hatte, diesen von MAC benutzt, den Pro Longwear. Und ich finde den auch richtig gut von der Deckkraft und allem. Es ist ein super Produkt, aber leider hat er Sulfate, was ich nicht wusste. Und immer wenn ich den auf meine Stellen aufgetragen habe, weil es ja richtig gut abdeckt, hat es auch immer ein bisschen gekribbelt und ich wusste nicht, dass es daran liegt, dass es ja allgemein am Zulfat liegt, aber das war das. Die Creme-Concealer, die ich aber benutze, wenn ich mal einen cremigen Concealer benutzen möchte, sind diese beiden. Das von Urban Decay, der Naked Skin Concealer und von Bare Minerals Concealer. Die sind beide richtig gut, beide schön pflegend.
Der sieht richtig schön natürlich aus. Dieser hier deckt auch ein bisschen mehr ab. Aber sonst sind die beide sehr schön cremig und reichhaltig und fühlen sich super gut an. Und die haben beide kleine Sulfate. Mit dem Concealer mache ich also das Gleiche. Ich packe das in meinen Deckel rein. Für den Concealer benutze ich gerne diesen Pinsel. Das ist Pointed Foundation Brush von Real Techniques. Für die Stellen, die ich abdecke, tippe ich einmal kurz rein. Nehme nicht zu viel. Und dann arbeite ich es ein. Man muss den halt auch gut verblenden. Was ich auch noch sagen wollte ist, ich habe hier und hier einen kleinen Punkt bekommen. Die sind jetzt schon am Verheilen, also die sind schon wieder ausgetrocknet. Aber ich habe letzte Woche ein Glas Wein getrunken und ich habe nie daran gedacht, dass es vom Wein kommen könnte. Aber anscheinend schon. Wein hat nämlich auch Sulfate, damit es hygienischer ist und länger konserviert werden kann. Und ja, davon habe ich das halt bekommen. Ich sage das nur, falls es vielleicht bei euch irgendwie bekannt ist oder ihr vielleicht auch einen Grund sucht. Ich mache meistens immer 1 bis 2 Schichten drauf. Eine Sache, die ich noch sagen wollte, die mir aufgefallen ist: Vor 3 Jahren, bevor wir noch hierher gezogen sind, hatte ich immer Wasser aus einer Wasserflasche getrunken, beziehungsweise Wasser gekauft. Dann, als wir hergezogen sind, schmeckt das Wasser einfach ganz anders aus dem Wasserhahn. Schmeckt eigentlich richtig gut und klar. Aber ich habe nie daran gedacht, dass da ja auch Sulfate sind im Wasser. Und Wasser hat ja auch von Natur aus Sulfate. Also, falls ihr da auch irgendwie ein Problem mit habt, vielleicht kann euch das ja auch helfen. Ich kaufe jetzt auch wieder nur noch Wasser und trinke nicht mehr aus dem Wasserhahn. Und ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass es mir sehr hilft. So, ich finde, das hat sehr gut abgedeckt. Jetzt nehme ich etwas mehr auf meinen Pinsel und dann trage ich das genau unter meinen Augen auf, wo die Augenringe am stärksten sind. Und dann bringe ich das hoch zu meinen Wimpern. Und hier mache ich normalerweise auch mal 2 Schichten. Jetzt nehme ich mein Urban Decay Augenprimer und ich trage den erstmal auf mein Augenlid auf. Dann nehme ich meine Modern Renaissance Palette von Anastasia Beverly Hills und ich nehme meinen Luxe Smoky Shader Pinsel 234 von Zoeva und ich nehme den hellsten Ton, Tempera, und ich trage es einfach komplett auf das ganze Augenlid auf. Als nächstes nehme ich meinen Benefit WhatsApp Highlighter, das ist ein cremiger Highlighter. Ich wärme das erstmal mit meinem Finger auf. Sieht so schön aus. Und dann trage ich den auf meinen höchsten Stellen von meinem Wangenknochen auf und auch etwas auf meinen Wangenknochen, unter meinem Augenbrauen, über meinen Augenbrauen, auf meinen Nasenrücken, Nasenspitze ganz bisschen, auf mein Lippenherz und auf mein Kinn. Und das funktioniert wirklich richtig gut mit dieser Foundation. Es nimmt keine Foundation mit runter. Es blendet sich richtig schön ein mit der Foundation. Das ist der erste Schritt für meinen Highlighter. Ich mag den gerne aufzubauen. Es sieht dadurch natürlicher aus. Und der Highlighter, den ich heute benutzen werde, ist bei The Balm Mary Luminizer. Dieser hier. Ich nehme gerne etwas und klopfe es ab. Dieses Make-up geht darum, dass das Gesicht richtig schön frisch aussieht und die Augen schön betont sind und damit der Dermatitis gar nicht so auffällt und man den auch nicht beachtet dann. Also, der Glow ist jetzt da. Ich mag das wirklich sehr. Als nächstes nehme ich meine Kat Von D Shade and Light Palette und ich benutze diese beiden Bronzers. Und ich bringe meinem Gesicht etwas mehr Wärme und konturiere etwas damit. Ich trage es direkt auf die Wangenknochen auf und ganz leicht unter den Wangenknochen. Und ich trage auch kein Rouge auf, weil mein Gesicht ja so schon rot genug war und ich wollte nicht noch mehr Rot auf meinem Gesicht betonen. Jedes Gesicht ist ja anders. Ich würde das jetzt nicht auf jedem Gesicht genauso machen. Aber an meinem Gesicht mag ich genau das am meisten, so wie ich es mache. Auf meinen Wangenäpfeln trage ich nur den hellsten Ton von dieser Palette auf, um es unter meinen Augen noch ein bisschen aufzuhellen und um den Concealer ein bisschen zu fixieren, trage ich jetzt noch diesen hellen Ton auf und im anderen Part von meinem Gesicht trage ich die beiden auf. Und ich mache es eigentlich hauptsächlich nur auf die Mitte von meinem Gesicht. Was ich normalerweise mache, bevor ich diesen Schritt jetzt gemacht habe,
ist, ich nehme meinen Pinsel von Zoeva, das ist 228 Luxe Crease Brush. Und ich nehme wieder die zwei Bronzers von der Palette. Und ich bronze oder konturiere die Mitte von meinem Gesicht auch. Ich mache etwas unter meinen Lippen, was ich immer mache, unter meiner Nase und die Seiten von meiner Nase. Und ich bringe es hoch bis zu meiner Lidfalte, mal auf meinem Auge. Und ich mache den Schritt eigentlich immer gerne bevor den Highlighter, damit ich den mit dem Highlighter dann den Bronzer sozusagen auf der Nase gut verblenden kann, damit der überhaupt gar nicht auffällt. Und dann nehme ich den Bronzer und trage den auch auf meine Augen auf. Sieht komisch aus, aber das ist die Art, wie ich das mache, nur damit ich mein Auge nicht piekse. Ich bringe es immer hoch Richtung Augenbrauen, damit es mein Auge schön anhebt. Und dann nehme ich den Pinsel, den ich davor benutzt habe, für den Highlighter, ohne dass ich das Produkt nehme und verblende es ein bisschen. Und jetzt mag ich mein Gesicht mit MAC Fix Plus zu besprühen, um das Puder-Make-up zu fixieren. Dann lasse ich das einmal trocknen. Als nächstes nehme ich meinen Urban Decay All Nighter Eyeliner und den trage ich auf meine obere Wasserlinie auf. Und dann lasse ich es trocknen. Ich benutze den Benefit Augenbrauen Stift in der Nummer 3. Während es jetzt trocknet, mache ich meine Augenbrauen. Jetzt nehme ich meinen Urban Decay Eyeliner wieder. Und dann mache ich jetzt die Augen. Ich male eine Linie auf meinem oberen und unteren Augenlid von meinem Auge, aber nur im äußeren Bereich. Jetzt muss man sich ein bisschen beeilen, weil es sich schnell setzt. Und jetzt verblende ich das einfach nur komplett. Und ich verblende es komplett nach vorne, im oberen Bereich. Das muss nicht perfekt sein. Und dann nehme ich meine Modern Renaissance Palette wieder und ich benutze den dunkelsten Ton, das ist Cypress Umber und ich fixiere damit sozusagen den Liner. Ich mag es, wenn es nicht perfekt ist, es muss nur ein bisschen smoky sein. Ungefähr so. Und um den äußeren Bereich noch ein bisschen mehr zu betonen, werde ich jetzt Anti-Bronze und Warm Taupe benutzen. Ich tippe bei beiden einmal rein und ich drehe es erstmal nur die ganze Zeit in Kreisen bewegen im äußeren Bereich und dann bringe ich es nach vorne in der Lidfalte und im unteren Bereich auf meinen Wimpernkranz. Ich drücke es ein und drehe es. So arbeite ich das Produkt so richtig ein. So, und dann nehme ich nochmal den Shader-Pinsel und benutze den hellsten Ton von der Palette wieder. Und ich trage es direkt in meinem inneren Auge auf, bis zur Mitte von meinem Augenlid. Und was auch immer da übrig ist, trage ich das unter meinem Augenbrauen auf. Ich nehme etwas mehr für meinen Augeninnenwinkel. Jetzt nehme ich wieder diesen Pinsel, ohne dass ich Produkt nehme und ich verblende es einmal komplett nochmal. Jetzt nehme ich meine Wimpernzange und biege meine Wimpern. Jetzt benutze ich die Wimperntusche von Maybelline. Das ist die Rocket Volume Wimperntusche. Diese Wimperntusche enthält keinen Zuckerfett. Ich habe gemerkt, dass bestimmte Wimperntuschen irgendwie meine Augen zum Tränen gebracht haben und ich habe nicht daran gedacht, dass da Zuckerfett drin sein könnte. Und auf jeden Fall gibt es da mehrere von denen, die Zuckerfett enthalten. Und die, die keinen Zuckerfett haben, die bringen mein Auge nicht zum Tränen. Und das ist eine von denen, die keinen enthält. Auf der Suche nach den Wimperntuschen ist mir aufgefallen, dass die Wimperntuschen, die wasserfest sind,
meistens kein Sulfat hatten als die anderen, die nicht wasserfest sind. Ja, aber das ist eine von denen, die ich sehr gerne benutze. Die hält den Schwung von meinen Wimpern am besten. Während das trocknet, trage ich meinen Clarins Lip Liner auf. Das ist mein Lieblings-Lip Liner, wie man sieht. Müssen wir mal einen neuen holen. Und, aber es funktioniert noch. Das ist die Nummer 3, Nude. Jetzt benutze ich diese Wimperntusche von Tarte. Lights, Camera, Lashes. Wimperntusche. Diese Wimperntusche ist wirklich schön, die ist schön schwarz und die bringt sehr viel Volumen in die Wimpern und verlängert die auch noch sehr schön. Macht die einfach schön voll. Sieht man einen Unterschied? Ich trage das nur auf meinen oberen Wimpern auf. Als nächstes benutze ich jetzt meinen Tarte Lip Crayon. Das ist die Farbe Exposed. Der hier ist matt. Das ist eine von Lippenstift, der sehr lange auf den Lippen bleibt und ich kann damit essen und so. Und der ist immer noch auf den Lippen. Sieht wirklich sehr schön aus. Dieser Lippenstift ist fast wie der Lip Liner, aber der ist ein bisschen heller und hat ein bisschen mehr Pink. So, und das war's dann auch zu diesem Look. Normalerweise würde ich dann jetzt auch noch mein Gesicht mit Urban Decay All Nighter besprühen, damit es auch den ganzen Tag nochmal hält und es normal ist schön fixiert. Aber ich habe heute eigentlich nichts mehr vor. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn das Video euch gefallen hat, dann gebt mir auch bitte einen Daumen hoch. Das würde mir sehr weiterhelfen. Und wenn ihr noch mehr Videos von mir sehen wollt, dann abonniert meinen Kanal. Und ich wünsche euch dann alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss! The world keeps turning. Oh, what a day. What a day, what a day.